Ich habe tatsächlich einen Anruf von Hansi Flick bekommen, der mir gesagt hat, ja, oder wir haben dann so ein bisschen entschieden, dass ich bei der U21 jetzt besser angesiedelt bin, diese Länderspielpause, um meine Aufgabe als Kapitän hier wahrnehmen zu können, da wir hier auch noch nicht qualifiziert sind. Und ja, wie Sie es schon gesagt haben, die A-Nationalmannschaft ist schon qualifiziert. Und da bin ich mit ihm absolut d'accord und habe mich sehr gefreut, dass er mich persönlich angerufen hat. Er hat einfach gesagt, dass ich auf dem Schirm bin und wie Sie es auch gesagt haben, das ist eine große Form der Wertschätzung für mich. Und dann, wie es nächstes Jahr aussieht, bis dahin kann noch so viel passieren, das muss man dann sehen. Aber ja, es war einfach schon schön, einen Anruf erhalten zu haben. Ich hatte zwei verpasste Anrufe von einer unbekannten Nummer. Und da ich gerade einen Wasserschaden bei mir zu Hause hatte, dachte ich, das wäre der Sanitärdienst. Hab zurückgerufen, ist aber niemand dran gegangen. Und dann kam wieder ein Rückruf und dann bin ich dran gegangen, hatte aber keine Ahnung, dass Hansi Flick mich anruft und ja, so kam es dann zum Gespräch.